Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis, herzlich willkommen zur nächsten Bundesliga-Blitzvorschau. Heute dreht sich alles um den FSV Mainz 05 und deswegen begrüße ich Reporter Peter Dörr. Moin, Peter. Hallo, guten Morgen. Peter, ich würde sagen, wir fangen an mit der Aufstellung. Zentner im Tor ist diesmal klar, ne? Zentner im Tor ist gesetzt, Finn Damen ist weg, von daher gibt es da keine Frage dieses Mal. Okay, wie geht's weiter? Die beiden Außenverteidiger sind für den Start auch gesetzt. Rechts wird Da Costa beginnen, weil Silvan Widmer noch verletzt fehlt. Und links beginnt Cassie. Da fehlt der Backup noch für ihn, der ihm Konkurrenz machen soll. Der soll aber in den nächsten Tagen verpflichtet werden, ist aber ein großes Geheimnis. In der Innenverteidigung dürften Fernandes, Bell und Hanke Olsen die ersten drei sein. Allerdings hat sich Hanke Olsen im letzten Testspiel verletzt, wackelt also zumindest fürs Pokalspiel in Elversberg. Das ist vielleicht die Chance für Sepp Vandenberg, die Klopp-Leihgabe aus Liverpool gleich mal zu Beginn. Spannend wird's im Mittelfeld. Da sind zwei Plätze offen und wir haben Chor, Barrero, Stach und den Leipzig-Neuzugang Kraus, die sich um diese zwei Plätze streiten. Cor Barrero wäre so die Sechser, die das letztes Jahr auch gespielt haben. Wenn Stach und Kraus kommen, dann wird es ein bisschen offensiver, könnte also für Elversberg eine Variante sein. Vorne Lee, Onisivo und Ajorg, das ist die erste Wahl. Und dann drängen die Jungen nach. Okay, was würdest du sagen, wir sind die drei wichtigsten Spieler bei Mainz? Ja, Zentner im Tor, der muss weiter seine beste Leistung bringen, damit die Bude da hinten dicht ist. Hanke Olsen würde ich in der Defensive als ganz sehr wichtig sehen, weil seit er da ist, haut er sich rein, er ist erst im Winter gekommen und ist ein ganz wichtiger Verteidiger. Ja, und vorne im Sturm, da sind wir gespannt auf Ajorg. Der Franzose, der auch erst im Winter kam und schon oft genetzt hat, dem traut Martin Schmidt, der Sportdirektor, für die kommende Saison 13, 14 Tore zu. Was willst du sagen? Wer hat Potenzial, die größte positive Überraschung zu werden? Also für mich wird das ein Name, den eigentlich nur Insider oder Mainz-Fans bisher kennen. Das ist Brian Gruda. 19 Jahre alt, gerade mit der U19 deutscher Meister geworden. Und was der Junge in der Vorbereitung abgerissen hat, hat in jedem Testspiel getroffen. Spielt so ein bisschen nicht den klassischen Neuner. Das wäre Nelson Weiper, sein U19-Kollege. Er kommt so ein bisschen über die Seiten, ist ein Trippelkönig. Also ich glaube, dass der ganz groß rauskommen wird in der kommenden Saison. Okay, und auf der anderen Seite, wer könnte die negative Überraschung werden? Ja, ich glaube, es könnte eine Saison für Anton Stach werden, wo er endlich jetzt zeigen muss, dass er es drauf hat. Er war ja schon mal Nationalspieler, hat aber immer wieder Tiefen. Jetzt hat er eine komplette Vorbereitung gemacht. Aber ich bin trotzdem skeptisch bei dem Überangebot, was da im Mittelfeld da ist, dass er das vielleicht wirklich nicht so hinkriegt. Was ist denn der Best Case für Mainz 05? Ja, also der Best Case ist, es läuft mal noch eine Zeit lang länger wie zu Beginn der Rückrunde, wo sie ja richtig zugeschlagen haben, dann könnte es ein Platz in Europa werden. Okay, und der Worst Case? Jo, wenn 05 in den Startlöchern hängen bleibt mit Niederlagen bei Union gegen die Eintracht und Bremen, dann könnte schnell Unzufriedenheit aufkommen und dann steht man Mitte September schon mit dem Rücken zur Wand. Allerdings ist der Kader viel zu stark, dass sie wirklich in Abstiegsgefahr kommen könnten. Okay, was ist denn die Wahrheit, die die Bosse nicht hören wollen? Ja, also die bremsen ja bei den beiden Jungen, die ich vorhin genannt habe, Nelson Weiber und Brian Gruda, bremsen sie ja sehr und wollen die noch nicht so in den Mittelpunkt gestellt haben. Ich sage, am Saisonende buhlen Topclubs um diese beiden Spieler, die bisher wirklich kaum jemand kennt. Ich bin gespannt, ob du eine Spielerfrau gefunden hast in Mainz, der wir folgen müssen auf Instagram. Ja gut, Spielerfrauen wäre immer wieder, wär Celine Widmer, die Frau von Silvan Widmer, die man da nennen könnte, Celine.Widmer, die gibt ein bisschen was preis. Es ist aber immer wieder auch interessant, was Ulla Svensson, Frau Svensson, die Frau des Trainers, darf oder nicht darf. Sie durfte viel mehr schon aus dem Privatleben plaudern. Letzter Zeit ist es etwas still geworden. Da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt.
Was ist deine steile These für die kommende Saison für Mainz 05? Also, steilste These in 12 Monaten, heute in 12 Monaten, wird an den Stammtischen in Deutschland Nelson Weiper in einem Atemzug mit Niklas Füllkrug diskutiert, wenn es um die klassische 9 für Hansi Flick geht. Ui, das ist steil und das ist interessant und schön. Wir haben so viele steile Thesen bis jetzt in den Blitzvorschauen, wo es um deutsche mögliche Nationalspieler geht. Das macht mir ein bisschen Hoffnung für den deutschen Fußball, ehrlich gesagt. Jetzt bin ich noch gespannt auf deine Prognose. Wo landet der Mainz? Also, ich glaube, dass es, weil sie der Kader ist, noch ausgeglichener, noch breiter aufgestellt. Sie werden also auch den ein oder anderen Verletzten mal abfangen können. Ich glaube, dass sie 2 Plätze besser landen als diese Saison, also Rang 7. Rang 7 und das könnte dann ja für Europa reichen. Ja, zumindest für Conference League vielleicht, ja. Genau. Peter, ich danke dir. Das war die Bundesliga-Blitzvorschau von Mainz 05 und morgen machen wir weiter mit dem Kollegen Kevin Schwank und VfL Wolfsburg. Deckel drauf. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.